Zuschauerinnen und Zuschauer. Um die Jahreszeit kann man zuschauen, wie draussen wieder alles grünt und wächst. Auch der Rasen im Garten. In unserem Bau- und Hobby finden Sie darum Rasenmäher von Garda für jeden Bedarf. Vom günstigen Elektromäher für kleinere Rasenflächen bis zum Profi-Benzinmäher für Flächen bis 2000 Quadratmeter. Das Modell ist ausgestattet mit einem starken 5,5 PS Viertaktmotor von Honda und einem Easy-Start zum einfachen Anlassen vom Mäher. Dank dem Radantrieb können auch weniger kräftige Personen gut damit umgehen. Und sogar Hanglagen sind kein Problem. Auch die Schnitthöhe lässt sich mit einem Griff einstellen. Ihrer Gesundheit, der Umwelt und dem Motor zuliebe, empfiehlt das Bau und Hobby das schadstoffarme Aspen Viertaktbenzin, das erst noch die Lebensdauer vom Rasenmäher verlängert. Nach der Arbeit haben Sie ein saftiges Steak verdient. Darum offeriert Ihnen das Bau und Hobby auch ein Gartenchemin fast 200 Franken günstiger. Das Modell Prato, die ultimative Form mit Chromstahldach und Riffelblechvorlage. Die Bilder haben auch uns hungrig gemacht. Darum wollen wir jetzt wissen, was der Andy Zauk heute serviert. Ich zeige euch heute einen feinen Härtöpfelfladen mit Birre, Gorgonzola und Honig. Grüß euch miteinander. Mehlige Härtöpfel in wenig Wasser kochen und das Passwit mit flüssigem Anken, Mehl, alles zusammen zu einer weichen Masse verarbeiten. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken und eine halbe Stunde ruhen. Während dieser Zeit weiche Beeren schälen, halbieren, das Kernhaus ausstechen und sofort mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht anlaufen. Jetzt den Teig halbieren, zu Kugelformen rund auswählen und beidseitig braun backen. Gorgonzola mit Milch zusammen zu einer Creme verrühren, in Spritzsack abfüllen, dann die Birrenhälften mit der Füllung garnieren. Birren zum Härtöpfelfladen anrichten und kurz vor dem Servieren mit Honig beträufeln. Auch das Rezept steht wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche viel Vergnügen beim Ausprobieren. Heute haben wir einen besonderen Gast auf Besuch, darum das besondere Dekor. Wir begrüßen die lokale Vertreterin von Max Havilar in Kenia. Herzlich willkommen im Studio, Frau Kogo! Hallo. Frau Kogo, vor einem Jahr hat Gobs erstmal Rosen von Max Havilar verkauft. Was bedeutet das für die Pflückerin auf der Farm? Von jeder verkauften Rose mit dem Max Havilar Gütesiegel fließt ein Teil vom Geld zurück auf die Farm, zur Verbesserung der Lebenssituation der Arbeiterinnen. Und was hat sich dadurch auf der Farm verändert? Es sind Komitees gegründet worden, die sich aus Vertretern von Arbeiterinnen und dem Management zusammensetzen. Das hat die beiden Seiten einander näher gebracht und stärkt vor allem auch das Bewusstsein der Arbeiterinnen für ihre Rechte. Und was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? Meine Aufgabe ist es, die Arbeiterinnen in Management- und Führungsaufgaben weiterzubilden. Und wie sieht das vor Ort aus? Es laufen bereits verschiedene Projekte wie der Bau von Trinkwasserversorgung, Gemeinschaftsräumen und Kindergrippen, die Vergabe von Schulstipendien und so weiter. Dabei ist der gemeinschaftliche Aspekt wichtig geworden, was den Arbeitnehmern und Arbeitgebern zugutekommt. Danke, Frau Kogo. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage lautet, woher kommen die Rosen von Max Havilar? Aus Kenia, Marokko oder Gran Canaria? The right answer is Kenya. Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Kenia, und damit zwei Tageskarten für die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tavola hat gewonnen. Der Herr Erwin Munz. Herzliche Gratulation. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders bei Ihnen, Frau Kogo, mit dieser Süßigkeit aus der Schweiz. Max Havilar Rosen gibt es übrigens bei uns diese Woche mit 20% Jubiläumsrabatt. Das war es für heute.
In einer Woche geht es um junge Büsis und auf was sie schauen müssen, damit unser liebstes Haustier gesund und munter bleibt. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!